macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Herzlich willkommen zu LOL Kompakt, dem wohl kompaktesten Format, seitdem Behaart mit Bart im Urlaub ist und ich vergessen habe, jemand anderen für dieses Format hier reinzuholen. Ich bin Franz, der Produktmanager von Summoners Inn und ich führe euch heute durch die wohl kompakteste LOL Kompakt-Folge seit Menschengedenken. Leider ohne LPL, leider ohne LMS, aber dafür mit allen Infos aus Korea, Europa, Nordamerika, ESL-Meisterschaft und King of Spandau. Los geht's, viel Spaß! Bevor wir zu den ganzen Spoilern kommen, hier mein Match of the Week und das ist 100 Thieves gegen Echo Fox, Link in der Infobox. Sehr, sehr unterhaltsames YNA-Spiel auf einem sehr hohen Niveau. Wahnsinnig, was beide Teams geleistet haben und es so spannend gemacht haben. Großartiges Spiel. Einfach jetzt pausieren, unten auf den Link klicken, sich das Spiel geben. Und dann hier weiter gucken. Und da wir eh schon bei der NALCS sind, machen wir hier auch einfach weiter. Bevor ich euch ganz kompakt sage, wer in den Playoffs ist, nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich an Mori und Eis und Waffel, die gestern ganze 5 Tiebreaker-Games im Anschluss an die 5 regulären Spiele kommentieren durften, weil es einfach so viel auszuspielen gab. Dabei ging es nicht darum, welches Team in die Playoffs kommt, sondern einfach nur, welche Seeds belegt werden. Was aber ganz, ganz wichtig ist, denn der Höchste im Ranking kriegt den schlechtesten oder den niedrigsten im Ranking, was natürlich auch dementsprechend Auswirkungen auf das finale Ergebnis haben könnte. Aber jetzt hier und auch hier die Playoff-Teilnehmer. 100 Thieves konnte sich gegen Echo Fox durchsetzen. Das bedeutet auf Platz Nummer Uno jetzt die 100 Diebe vor Echo Fox. Sehr, sehr angenehme Spiele. Wie gesagt, Match of the Week nicht ohne Grund. Ihr könnt euch gern alle beide Games geben, die gestern gespielt wurden. Ich wollte da vorhin nicht spoilern, deswegen habe ich auch beide verlinkt. 200 IQ. Ansonsten sind noch in den Playoffs TSM, Team Liquid, Clutch Gaming und Cloud9. Ich freue mich darauf. Diesen Samstag geht es los. Samstag, Sonntag Viertelfinale. Nächste Woche Samstag, Sonntag Halbfinale. Und darauf die Woche dann Samstag das Spiel um Platz 3 und Sonntag das große Finale der NALCS. Zusammen auch die Termine mehr oder weniger mit der EU-LCS, aber dazu kommen wir gleich. In der EU-LCS hatten wir genau ein Tiebreaker-Game. Das war zwischen Splice und G2 Esports. Die haben sich um den zweiten Platz geprügelt. Wir erinnern uns dran, der zweite Platz, der erste Platz natürlich, gehen automatisch ins Halbfinale und alles, was drunter ist, Platz 3 bis 6, geht ins Viertelfinale. Das bedeutet, als Dritt-, Viert-, Fünft- und Sechstplatzierter hat man immer noch den Schritt mehr zu gehen, ehe man ins Halbfinale und dann eventuell ins Finale kommt. Deswegen immer noch ein höheres Risiko für die Jungs. Wer aber wohin gewandert ist und wer überhaupt in die Playoffs kommt, wer sonst noch dabei ist, die ganzen 6 Teams, die erfahrt ihr jetzt. Fnatic und G2, wie ich schon gesagt habe, im Halbfinale, damit super safe. Fnatic sowieso schon am Samstag einen sehr, sehr gemütlichen Start gehabt. Also die konnten sich zurücklehnen, obwohl sie es nicht getan haben. Sie haben immer noch getryhardet. Sehr, sehr gut, sehr, sehr fair. Das ist einfach sportlich. G2, wie gesagt, mit einem guten Kampf gegen Splice haben sich nochmal durchsetzen können. Wobei G2 auch mit dem aktuellen Patch nicht ganz so viel anfangen kann, wie sie es eigentlich sollten. Darüber hinaus aber die Jungs und Teams, die wir im Viertelfinale nächste Woche am Wochenende sehen. Und zwar sind das Splice, H2K Gaming. Die haben es tatsächlich noch geschafft, vom letzten Platz in die Playoffs zu kommen. Pure Zucker, haben damit natürlich auch, aber auch Misfits verdrängt. Team Vitality ist dabei, da bin ich sehr gespannt, ob das Team um Jisuke und Godgilius da ins Halbfinale und eventuell ins Finale kommt. Sehr, sehr spannend. Und wir haben Team Rocket, beziehungsweise Rocket heißen sie seit dieser Saison, sind auch dabei. Unheimlich spannend. Unicorns of Love leider nicht mit dabei, Misfits leider nicht dabei. Unicorns of Love hätte man sich schon denken können, nachdem sie wirklich nicht gut performt haben. So die letzten Wochen waren spannend und da haben sie sich gebessert, aber es war immer noch nicht gut. Und Misfits haben leider Gottes einfach, die sind einfach gefallen und stehen jetzt vorm Summer Split erstmal nicht mehr auf. Bedingt durch das chinesische Neujahr im Februar hatten wir eine kleine Verzögerung in der LCK, weshalb wir uns letzte Woche in Spielwoche 8 und jetzt in der Spielwoche 9, in der letzten regulären Spielwoche befinden. Letzte Woche war es so, dass wir auch getitelt haben, SKT, schaffen sie es noch in die Playoffs? Und es sah nicht gut aus. Sie haben gegen den vorletzten Barbecue Olivers verloren, haben dann aber den Schritt gemacht, gegen KSV Esports zu gewinnen, die aktuell auf dem vierten Platz sind. Das bedeutet, SKT scheint unter Druck super zu funktionieren. Es sei denn, es ist das Worlds-Finale gegen Samsung Galaxy. Da war das irgendwie nicht so gut. Aber Samsung Galaxy spielt diesen Split gar nicht mit. Also von daher, obwohl die Spieler, nur nicht die Organisation. Bleibt abzuwarten. Aber jetzt, wer hat es denn überhaupt in die Playoffs geschafft? Wer ist denn aktuell auf Platz 1 bis 4?
Platz Nummer 1 hat nämlich Kingzone Dragon X inne und die spielen ziemlich starkes League. Ab und zu machen sie dumme Fehler, wirklich dusselig, wo man sich fragt, hä, warum passiert das jetzt? War die Maus unplugged oder sonst was? Trotzdem sehr, sehr gut. Dicht gefolgt von Africa Freaks, die jedes Spiel improven. Holy moly, die werden immer besser. Platz Nummer 3 belegt Katie Rolster und auch die werden immer besser, nur nicht in der Schnelligkeit, wie es Africa Freaks schafft. Und auf Platz Nummer 4 KSV Esports, die ja schon gegen SKT letzte Woche verloren haben, immer mal wieder schwächeln und da eigentlich auch Hoffnungsträger waren, sich jetzt eher auf dem 4. Platz befinden, ist natürlich schade. Platz Nummer 5 belegt ROX Tigers, die können noch in die ersten 4 Plätze aufsteigen, heißt also damit sicher in dieses Bubble Wrap Format der Playoffs kommen. Ist aber unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist es, SKT schafft es. SKT aktuell auf Platz 6. Aber wie ich schon gesagt habe, sie funktionieren unter Druck sehr, sehr gut. Und aktuell die Spielwoche ist jeder Tag, jedes Spiel einfach Druck pur. Eventuell schaffen sie es. Jinhae Greenwings, MVP, Barbecue Olivers und Kongdu Monsters haben leider keine Möglichkeit mehr, auf die ersten 4 Plätze zu kommen. Allerdings können sie über diese Wildcard nochmal rein. Man hat aber bei der Competition um die Wildcard nochmal potenziell SKT, ROX Tigers oder KSV Esports gegen sich. Ich sehe nicht die Möglichkeit, dass einer der jetzt unteren 4 da jetzt noch irgendwie mitreden kann. Deswegen bin ich sehr gespannt, immer noch, was diese Woche bringt. Nicht wegen der unteren 4, sondern wegen der oberen 6, was sich da tut. Und auch sehr gespannt, ob es SKT tatsächlich in die Playoffs schafft. Wenn ja, wie? Und dann bin ich sehr gespannt, wie weit sie es schaffen. Es wird eine coole Playoff-Runde. Also SKT, da würde ich, also wenn ihr wettet, ich wüsste nicht wie. Auch in der ESL-Meisterschaft befinden wir uns jetzt erst in der letzten Spielwoche, Spielwoche 8, also vergangene Woche, und da ging es heiß her. Auf den ersten 3 Plätzen hatten wir die üblichen Verdächtigen, oder haben wir noch, und zwar Allrounds Gaming, SBG Esports und Mysterious Monkeys. Die sind auch safe im Finale, beziehungsweise Halbfinale in Düsseldorf. Nur der 4. Platz, der ist sehr, sehr interessant. Denn Black Lion als neue Organisation in der ESL-Meisterschaft musste im direkten Vergleich gegen Alternate Attacks ran. Und Alternate Attacks hat eine Strafe erhalten von der ESL, und zwar nicht das ganze Team, sondern der ADC, sodass Alternate Attacks geschwächt in diese Begegnung ging und auch nicht vollkommen überzeugen konnte. Bedeutet für diese Spielwoche super wichtig, weil der 4. Platz ist der letzte Platz, der noch in das Halbfinale mündet. Der Rest ist dann Urlaub bzw. Relegation für die unteren Plätze. Jetzt geht es darum, Black Lion muss 2-0 verlieren, also 0-2 verlieren, und Alternate Attacks muss 2-0 gewinnen. Ansonsten ist Alternate Attacks raus, und das wäre, seitdem ich denken kann, glaube ich, das erste Mal, dass Alternate Attacks nicht zur ESL-Meisterschaft auf irgendein Offline-Ding fährt. Wir übertragen die ESL-Meisterschaft natürlich wie immer live auf Twitch. Kommt vorbei, wenn auch wir nicht die Spiele von Black Lion und Alternate Attacks übertragen. So haben wir Allronics Gaming und SPG Esports im Gepäck. Schaut einfach rein, Mittwoch ab 19.15 Uhr mit Johnny und Maxim auf twitch.tv/ESL_SummonersIn. Last but not least, der King of Spandau. Und der war letzte Woche wieder wie Weihnachten. Fat Gingers waren dabei und haben gegen das Spandauer Inferno gekämpft. Und was ist ein King of Spandau in einer Season ohne Fat Gingers? Genau, ziemlich langweilig, und eigentlich ist es schon Tradition. Was allerdings nicht Tradition sein sollte, trotzdem passiert ist, ist, dass das Spandauer Inferno verloren hat. Und zwar allerdings ziemlich knapp. 2-3 mussten sie sich geschlagen geben im Best-of-5-Format, haben wirklich gekämpft wie die Tiere. Vor allen Dingen Kevin auf der Top-Lane ist da hervorzuheben. Alle anderen waren so ein bisschen, sagen wir, sie waren nicht tilt-proof, aber es war trotzdem sehr, sehr schön anzusehen. Unheimlich spannende Games. Diese Woche am Donnerstag wieder ab 18 Uhr mit Maxim und Eis ohne Waffe. Schaltet auch hier ein auf twitch.tv/summonersinlive. Das war's mit LoL Kompakt für diese Woche. Ich hoffe, ich konnte das stellvertretend so kompakt wie möglich halten. Feedback gerne in die Kommentare, auf unsere Website, auf Twitter, von mir aus auch gerne auf Knuddels. Guckt euch diese Woche unbedingt alles an, was wir bieten, alles, was wir auf twitch.tv/summonersinlive anbieten. Das wären spannende Matches. Ich kann es nur noch mal betonen, wirklich für die LCK und für die ESL-Meisterschaft geht es wirklich diese Woche um alles. Für EU und NA beginnt diese Woche wieder der Kampf ums Überleben in den Playoffs. King of Spandau, sowieso das Spandau Inferno, so spielen zu sehen wie letzte Woche, war
erholsam und erquickend zugleich. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Folgt auch gern den Kommentatoren und Moderatoren. Da findet ihr die Links in der Infobox. Ansonsten schaut unseren Kram, lest unsere Artikel und schickt uns nette Grüße auf Twitter. Wir sehen uns. Haut rein.